Schau dir den Fisch an. Ja, Mann. Das ist Topwater-Angel. Der hat so geil gebissen. Ich dachte mir, unter dem Baum muss eine stehen. Neues Video. 12 Monate Topwater-Challenge. Inzwischen ist es Juni geworden. Es ist ziemlich warm. Was mache ich da am liebsten? Ich verbringe meine Zeit am Bach. Hier kann man ein bisschen Abkühlung finden, indem wir im Bach umherlaufen. Außerdem hat es viel Schatten durch viele Bäume, gerade an bewaldeten Strecken. Und das ist optimal für diese heiße Jahreszeit, um hier an der Oberfläche zu angeln und nicht in der Sonne verbrutzeln zu müssen. Wir angeln viel auf Döbel und auf Forelle. Die Fische sind sehr aktiv, weil alles kreucht und fleucht. Es gibt wahnsinnig viele Insekten, es gibt wahnsinnig viele Libellen, die unterwegs sind. Viele Spinnen, es hängen Raupen von den Bäumen, die immer mal wieder reinplumpsen. Das heißt, die Fische werden gerade um diese Jahreszeit sehr, sehr viel Nahrung von der Oberfläche aufnehmen. Das kommt uns natürlich zugute und in dem Moment wird es auch sehr, sehr gut an der Oberfläche beißen. Ich nehme euch mit in die Bachwelt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video und wir sehen uns gleich hoffentlich mit dem ersten Fisch. Ich würde mal versuchen, links da unter die Büsche noch zu werfen. Fisch an, Fisch an, wuhu! Ich dachte mir doch, da muss eine stehen unter dem Baum. Boah, was für eine schöne auch. Ey, gleich einen richtig geilen Fisch. Da geht die steil. So schön. Jetzt habe ich ein paar Fehlbisse bekommen. Und jetzt habe ich hier den ersten wunderschönen Fisch am Haken. Ein gigantisch geiler Fisch. Wahnsinn. Die Punkte, wie sie da auslaufen, wie sie gesprenkelt sind. Ai, ai, ai. Traumhafter Fisch. Ja, Mann, für solche Forellen machen wir das Ganze. Wunderschön an Bach. Geil. Schau dir den Fisch an. Ja, Mann. Das ist Topwater-Angel. Der hat so geil gebissen. Ich dachte mir, unter dem Baum muss eine stehen. Einmal den Haken lösen. Die hängt sehr schön vorne. Zeige ich sie euch nochmal. Das ist ein Auftaktfisch. Und weg ist er. Ich hoffe, dass wir noch ein paar weitere solche fangen. Der darf ruhig schnell wieder schwimmen. Aber ich glaube, heute knallt es, weil wir haben Fische steigen sehen, wir haben die ersten Bisse bekommen. Wir sind noch nicht lange am Angeln, haben das Gewitter kurz abgewartet und jetzt geht es richtig los, glaube ich. Ich freue mich. Ja. Yeah. Guter Fisch, schöner Fisch. Ich habe ihn bis zu mir gebracht und der hängt safe. Huh, nass. Die Rute biegt sich. Nochmal einen geilen Drill am Schluss. Wahnsinn.
Der hat sich den auch wieder richtig gesnackt. Der hängt auch super safe. Yes. Vielleicht der letzte für heute, ich weiß es noch nicht. Vielleicht fangen wir auch noch ein. Wir haben nur noch ein paar Meter Strecke. Das ist auch wieder ein wunderschöner Fisch. Einfach ein sautolles Tier. Richtig hochrückig schon, hat brutal geil gebissen. Ja, wie gesagt, vielleicht kommt noch einer in den letzten paar Metern. Aber selbst wenn das der Abschlussfisch ist für heute, bin ich mega happy mit ihm. So, dann haken wir den Kollegen mal aus. So, richtig, richtig toll. Danke dir. Vielen lieben Dank für den tollen Drill. Richtig geil. Am Abend auf Döbel nochmal. Das war schon wieder mit unserer Topwater Challenge im Juni. Diesmal am Bach wieder. Wie schon gesagt, bei der Hitze tut es einfach gut, wenn man hier in diesem Mikroklima am Bach unterwegs ist. Gerade mit der Badehose. Man kriegt ein bisschen Erfrischung. Es war wunderschön. Wir hatten Action, wir hatten fliegende Fische dabei. Es hat einen Riesenspaß gemacht. In diesem Sinne, wenn euch unsere Videos gefallen, lasst doch mal ein Like da, drückt die Glocke, kommentiert das Ganze. Wir freuen uns über jeden Kommentar. Wir wünschen euch auf jeden Fall weiterhin extrem viel Spaß mit unserer Topwater Challenge. Das nächste Mal werden wir sicherlich wieder was komplett was anderes machen. Jetzt geht auch schon bald die super Rapfenzeit los. Da bin ich auch schon ganz heiß drauf, dass ich die ersten wieder Topwater überreden kann. Und in diesem Sinne wünsche ich euch ein fettes Petri Heil, fangt was Schönes und ciao, bis bald.